Herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Allclass Gaming TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ja. Und wir machen heute hier wieder ein kleines Trade-Up-Video. Und zwar zwei Trade-Ups in einem Video. Und ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil ich möchte noch nebenbei ein bisschen das Turnierspiel laufen lassen. Vielleicht haben wir Glück und bekommen eine Cobblestone Case oder eine Train Case oder eine Dust Case oder so. Mal schauen. Und nichtsdestotrotz macht es natürlich auch Spaß, den Profis beim Zocken zuzugucken, weil die haben einfach echt, muss ich wirklich persönlich sagen, die haben einen richtig krassen Aim. Also wie manche davon zocken, ist echt übertrieben. Also dass die kein Aimbot anhaben, das ist einfach krass, muss ich sagen. Also die sind wirklich sehr, sehr gut im Zocken, ja. Und ja, wir starten jetzt hier einfach mal direkt durch. Aufnahme ist an, Mikrofon ist auch an, diesmal kann man mich hören. Sorry nochmal dafür, dass die eine Folge mehr oder weniger ohne Ton ist, sondern nur mit Musik. Und ja, ihr seht, wir haben uns hier schon wieder ein paar CZ75 Auto Red Esther und ein paar XM1014 Black Tie geholt. Ich kann euch mal zeigen, wie die Waffen aussehen, falls sich das jemand von euch mal anschauen möchte. So sehe die Pistole aus. Ist nicht schlecht, aber ist nicht mein Geschmack. Erinnert mich ein bisschen an die Pole Position und die sind beide nicht so mein Geschmack. Die Schrotflinte gucken wir uns jetzt auch mal an und ja, also ist halt auch nichts Besonderes, finde ich mal, sage ich mal so. Selbst wenn die jetzt Fabrik neu wäre, sehe die zwar ein bisschen besser aus, aber ist halt einfach nicht mein Geschmack vom Skin-Typ her so. Von den Farben vor allem, also für eine Schrotflinte keine Ahnung. So, wenn die jetzt ganz Gold wäre oder so mit ein paar schwarzen Elementen oder sowas, das fände ich ganz nice. So, wir haben die Chance, wie immer, auf eine AUG Fleetflock, auf eine P250 Asimov oder die UMP45 Primal Saber. In dem einen Video, wo wir die UMP gezogen haben, habe ich ja gesagt, dass die nicht viel wert ist, bla bla bla, pipapo. Und da habe ich mich getäuscht, denn die war einsatzerprobt und ich habe im Markt, also ich habe die für 4,22 € reingestellt und ich glaube, wir haben irgendwie 3,60 €, 3,70 € oder so bekommen, also hat sich eigentlich gelohnt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Die beiden Desert Eagles, Conspiracy, die waren auch mehr wert, als ich gesagt hatte. In dem Video habe ich gesagt, dass die, glaube ich, zwischen 1,20 € und 1,30 € wert sind. Fabrik neu, das ist totaler Schwachsinn. Ich habe nochmal nachgeschaut und die Desert Eagles habe ich auch für 2,22 € reingestellt und pro Stück so um die 1,80 bis 1,90 €, glaube ich, bekommen, je nachdem. Und von daher kann ich sagen, dass wir ja die letzten Trade-Ups mit den Desert Eagle und der UMP, da haben wir dann insgesamt wiederum 1,95 € Verlust gemacht, also knappe 2 €. Ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Aber ich bin darauf aus, dass wir ein paar von diesen Trade-Ups jetzt hier einfach mal machen, weil ich hätte ganz gerne einfach mal die P250 Asimov gezogen. So ein Asimov-Skin zu ziehen wäre auf jeden Fall sehr nice, ja, so. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Wir packen einfach, ich würde sagen, wir machen einfach gemischt. So, das heißt eine Schrotflinte, eine Pistole, eine Schrotflinte, eine Pistole, eine Schrotflinte und so weiter. So. Dann machen wir auf weiter. Dann machen wir hier unten einen gelben Unterschrift rein. So. Ja, sexy Buchstaben, nicht wahr? Hier hinten das Feld, wo die, wo der Skin-Name drin steht, das kritzeln wir wieder komplett aus hier, damit wir nicht gespoilert werden hier. Wir wollen ja nicht vom Namen her wissen, was es ist, wir wollen es vom Item her sehen. Wir wollen einfach sehen, was wir bekommen. Also wie gesagt, ich wäre mit... Ich weiß nicht genau, wenn wir die AUG jetzt bekommen, dann schaue ich mal, was die wert ist und so. Ansonsten muss ich sagen, die UMP Einsatz erprobt würde ich gerne haben, ja. Die Asimov Einsatz erprobt würde ich auch gerne nehmen, so ist es nicht. Jetzt weiß ich nur nicht ganz genau, wie es bei der AUG aussieht. Vielleicht habe ich mich auch vertan, dass die AUG nichts wert ist, aber die UMP... Ich weiß es nicht. Wie gesagt, Chroma 3 Kiste hier, Chroma 3 Kollektion, da ist noch einiges Wertvolles am Start, muss ich sagen. Die Skins sind auch echt nicht billig, wenn man sich die jetzt hier kauft für so einen Trade-Up, also da lohnt es sich auch schon wieder fast mehr, sich die Asimov einfach zu holen. Aber wir haben ja bis jetzt nicht wirklich Minus gemacht. Also von daher, zwei Trade-Ups haben wir jetzt hier am Start. Wir schauen einfach mal, was hier abgeht, Schönes. Und ja, ihr wisst Bescheid, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen möchtet, bitte einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen.
Und ansonsten könnt ihr auch gerne was in die Kommentare reinschreiben oder so, wenn ihr irgendwas wissen wollt, irgendwas fragen wollt, immer rein damit oder so, wird euch direkt beantwortet regulär. Und ja, ihr wisst Bescheid, am besten jetzt schon mal die Däumchen für mich drücken hier, dass wir was Gutes daraus bekommen. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal in 3, 2, 1 und go! Lassen wir uns einfach mal überraschen. Wir schauen nicht hin. Und wir werden jetzt hinschauen und wir haben... Leck mich am Arsch! Wir haben die P250 Asimov gezogen. Yeah, wie geil ist das denn, Mann? Das freut mich gerade mega. Ich glaube, die ist definitiv... Ja, zwischen Einsatz erprobt und Kampfspuren, würde ich sagen. Aber Alter, das ist geil. Die erste Asimov, die wir gezogen haben. Beziehungsweise der erste Asimov-Skin. Nice. Das ist doch mal fett. Einsatz erprobt. Ja, nice. Egal. War mir schon klar, dass wir das auf Einsatz erprobt bekommen. Coole Sache auf jeden Fall. Coole Sache auf jeden Fall. Sieht sehr nice aus. Wie gesagt, also von den Pistolen spiele ich sowieso... Es ist unterschiedlich, also normalerweise die P250 am liebsten und auf Platz 2 wäre bei mir dann so die Tech 9 und auf Platz 3 wäre dann halt die Glock von den Pistols her, die ich am liebsten spiele, so in der Reihenfolge halt. Deswegen, das freut mich schon auf jeden Fall. Ob wir die verkaufen und nochmal probieren oder mal oder so mal schauen, das weiß ich noch nicht genau. Ich hätte die natürlich echt mega, mega gerne als Fabrik neu. Würde ich direkt ein paar Sticker drauf klatschen und direkt als eigene Waffe dann benutzen, ja. So, wir machen direkt weiter. Wir packen die Red Esther wieder rein. Dann die Schrotflinte, die Pistole, die Schrotflinte und so weiter. Yes! Ganz ehrlich, mir ist jetzt egal, was wir bekommen. Selbst wenn es die AUG ist, selbst wenn die nur 80 Cent wert ist, das ist mir egal. Ganz ehrlich, wir haben die Asimov gezogen. Das war das, was ich halt aus dieser Collection jetzt einfach mal bekommen wollte, so. Das hat auf jeden Fall direkt beim zweiten Trade-Up, glaube ich jetzt, oder? Ja, beim zweiten Trade-Up hat das jetzt direkt funktioniert. Das ist mega geil, das freut mich gerade auf jeden Fall mega, ohne Scheiß, Mann, ohne Scheiß. Also wenn ich dafür kein Däumchen nach oben bekomme, dann weiß ich auch echt nicht, was Sache ist hier. So, wir machen einfach mal weiter. Wir unterschreiben wieder mit Gaben. So, die Unterschrift wird auch immer lustiger. So, Gaben. Hier machen wir ein Herzchen rein. Das mit dem Namen füllen wir wieder komplett aus. So, und diesmal schauen wir auch einfach hin. Wir gucken nicht weg oder so. Wie gesagt, das ist jetzt sowieso für mich nichts mega Spannendes mehr. So, den geilsten Skin aus der Collection meiner Meinung nach haben wir gezogen. Also zumindest von den beiden Pink Skins. Von den drei Pink Skins meine ich, Entschuldigung. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, was wir jetzt noch bekommen könnten hier. Ganz ehrlich, falls wir die jetzt nochmal bekommen, ne, raste ich aus. Das steht fest. Dann raste ich wirklich aus. Das wäre einfach übergeil vom Game. Vielleicht haben wir auch einfach gerade Glück, weil sich knapp 500.000 Leute mittlerweile wieder dieses Turnier gerade reinziehen. Also müssen wir uns hier auch ein ganz kleines bisschen beeilen, denn wir wollen da ja nichts verpassen. Aber natürlich haben wir da natürlich kein Glück, ne? Mal so eine Cobblestone-Case abzuzwacken oder sowas für unsere Bemühungen und unsere Leistungen, für unser treues Dasein der Counter-Strike-Community und so. Ja, ja, das merke ich mir. Aber dann so Leute, die schon so 10 Knives im Inventar haben, die schon 900 Euro wert sind oder so und die schon, weiß ich nicht, Global Elite Master sind und jedes Abzeichen haben und 750 gewonnene Wettkämpfe haben, aber erst irgendwie, weiß ich nicht, 50 Stunden deinen Counters, also so richtig Smurf-Account und so. Genau das sind dann wiederum die Leute, die dann wieder diese Case bekommen. Ne? Das finde ich richtig unfair gemacht eigentlich. Ich finde es besser, wenn jeder Zuschauer was bekommt. Und wenn es nur wenn es nur die Chance ist auf eine Case, ja, so, dann hast du entweder Glück, bekommst die Cobblestone Case oder du hast halt Pech, bekommst die Train oder die Dust Case oder sowas. Ist ja egal, Hauptsache jeder bekommt was so. Weil es steht da ja auch überall geschrieben, so mehr oder weniger, dass man da echt voll die gute Chance drauf hätte und sowas. Aber dann überlegt euch mal, es gucken, nur mal jetzt ein Beispiel, 600.000 Zuschauer.
gucken sich das Turnier an. Jede Runde werden zwischen 100, 30 und 280 Kisten verlost. Ja? Daraus schließt sich, dass ihr eine Gewinnchance von unter 1% habt auf eine Kiste. Welche Kiste ist ja egal. Die Chance liegt bei unter 1%. Ja? Das heißt, wenn jemand von euch eine Kiste da bekommen sollte, das würde mich mega interessieren. Schreibt es bitte mal in die Kommentare. Das würde mich echt mega interessieren, wer da so Glück hat und wer nicht. Und ja, ich würde sagen, wir senden den Vertrag jetzt einfach hier mal ab. Haben wir noch irgendwas vergessen hier? Ausgekritzelt haben wir. Wahrscheinlich ziehen wir jetzt eh nichts Gutes, weil wir schon zu lange gewartet haben. Aber ansonsten machen wir hier jetzt einfach mal noch ein kleines Viereck hin. Gelabert haben wir genug. Wir sind schon wieder bei knappe 15 Minuten. Da sollten wir uns jetzt beeilen, dass wir das noch schaffen. So, wir senden das einfach mal ab. Wir gucken da jetzt einfach mal hin und schauen einfach mal, was Game uns geben wird. Leck mich am Arsch, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Wollt ihr mich eigentlich verarschen oder was, Mann? Wie geil ist das denn, Alter? Übelst jetzt schon wieder Gewinn gemacht, jo. Aber abgesehen davon, zweimal eine Frontside Misty hintereinander. Zweimal hintereinander eine P250 Asimov. Hintereinander. Hintereinander, Leute. Ganz ehrlich, Mann. Wie geil. Und das Ding ist, jetzt gucke ich mir diese Waffe hier gerade an und sehe, dass selbst wenn die auch einsatzerprobt ist, sieht die meiner Meinung nach einen Tacken besser aus als die andere. Die ist einsatzerprobt, das hat man gesehen. Ja, beide einsatzerprobt. Aber hier unten finde ich, oder? Nee, die sehen beide fast gleich aus, muss ich sagen, oder? Na okay, hier hinten am Schaft hat die ein paar Kratzer mehr, glaube ich. Bin mir gerade nicht genau sicher. Aber wir haben zweimal eine Asimov gezogen. Alter, nice, freut mich mega. Leute, ihr wisst, was Sache ist. Über ein Däumchen nach oben würde ich mich mega freuen. Ich bin jetzt weiter das Turnier mir anschauen. Ich wünsche euch heute noch viel Spaß, ja. Ich bin raus, danke fürs Zuschauen, macht's gut, peace.